Ich hoffe ein Stück weit, weil ich die Story an sich jetzt auch nicht so kacke fand, nachher mit den Göttern, die du bekämpfst, wo du denn ja dir was holen sollst und die du bekämpfen musst und so. Das fand ich ganz cool. Von daher hoffe ich, dass sie vielleicht auch die Story ein bisschen nach vorne bringen. Wobei ich ehrlich gesagt das nicht glaube, weil es halt eine Beta ist. Die werden ja nicht die komplette Story in die Beta packen. Das ist ja mal tendenziell eher unwahrscheinlich. Na, 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 Freunde. So, die Kohle. Aber wieso? Ach doch, er sagt noch weiter nach rechts. Naja, einen Speer brauchen wir jetzt nicht wirklich. Ja, dicke. Alter, hör auf damit. Ich mag die Dinger nicht. Ich meine, nicht umsonst hat das wirklich fast durchweg positive Reviews auf Steam bekommen. Das heißt ja mal eher selten, dass eine Beta, die ja schon, ich weiß nicht, wie lange die Beta jetzt schon läuft. Ich bin ja dann auch irgendwann eingestiegen. Da war das ja noch längst nicht so weit, wie es jetzt ist. Und schon damals war das halt so, dass die Reviews wirklich positiv waren. So, was machen wir jetzt? Wrath of Destruction, Increased Explosion Area? Nee. Lass mich mal eben kurz nachschauen. Drain Life, Summon Bone, da. Okay, alles klar. Healing from Zombie. Yo. Damit heilen uns unsere explodierenden Zombies. Das finde ich in Ordnung. Und ich finde, dass du. Also ich finde es nochmal ein kleines Ticken. Mit mehr Komplexität als Grimdawn. Ich meine, ich mag Grimdawn immer noch, also nicht falsch verstehen. Ich spiele das immer noch sehr gerne. Aber die Komplexität ist halt dann doch noch ein bisschen höher, finde ich, als Grimdawn. Alleine, dass du eben halt die Skills ausbaust. Und da hast du, glaube ich, einfach auch mehr, mehr Möglichkeiten, entsprechend Build zu bauen. Glaube ich zumindest. Ich kann mich da jetzt auch erstmal täuschen. Sag mal, könntest du da mal sterben hier? Ach, da hinten ist die Quest.
Ja, am Sonntag werde ich dann wieder, also morgen wird kein Stream stattfinden. Am Sonntag werde ich dann wieder Final Fantasy zocken. Genau, das sehe ich genauso. Dazwischen hätte ich das jetzt auch eingeschätzt, so dazwischen von der Komplexität her. The Ancient Temple. Du hast halt dadurch, dass du fünf Skills hast, die so ausbauen kannst, hast du meines Erachtens nach mehr Möglichkeiten. Ach, muss ich hier schon wieder zurück oder was? Jo. Hast du mehr Möglichkeiten. Du kannst die anderen Skills ja auch ausbauen. Also hast ja irre viele Möglichkeiten. Und das Zurückskillen ist hier einfacher als in Path of Exile. Das ist ja was, wo ich bei Path of Exile echt so ein bisschen die Krise bekomme. Dass du halt nicht einfach so da umskillen kannst. Das fuckt mich bei PoE immer so ein bisschen ab. Da bin ich ganz ehrlich, das nervt mich immer so ein bisschen. Ja, du warst so alleine, interessiert mich nicht. Weil, ganz ehrlich, wer hat das noch nicht erlebt? Einfach mal. Ja, du machst ein Bild und stellst irgendwann fest, nö, der funktioniert nicht wirklich gut. So, und wenn du da nicht umskillen kannst, dann ist, oder beziehungsweise nur so höchst schwierig, und das finde ich halt so blöd bei Path of Exile, du hast halt die Respect Points. Und davon hast du in jedem Falle zu wenig, meines Erachtens nach. Lass das doch mal hier. Ja, und das hat mich schon oft abgefuckt. Oder du findest ein Item nicht. Oder musst. Hast dann auch nicht genügend Kohle, um das Item zu kaufen oder ach, was weiß ich. Das fuckt mich dann echt so ein bisschen ab. Keine Ahnung. Das ist dann so, wenn ein Spiel schwer ist, okay, dann liegt es entweder an mir, dass ich es verkacke. So die ganzen Dark Souls-Sachen habe ich jetzt einfach festgestellt. Ich habe sie, aber irgendwie komme ich nicht so gut damit klar. Auch wenn sie mir Spaß machen, aber ich habe weder die Zeit noch die Lust, mich da ewig lange reinzuarbeiten, weil mir da einfach die Zeit für fehlt. Whatever, finde ich es dann halt bescheuert, wenn ich ein Bild angefangen habe und ich kann dieses Bild nicht weiterspielen, weil ich will es ändern und ich kann es nicht, dann nervt mich das. Da kriege ich echt Plackbeine. Bin ich ganz ehrlich, das ist so nicht mein Thema. Da werde ich echt so ein bisschen sauer bei. Und die letzten Versuche, wo ich Path of Exile dann gespielt habe, habe ich dann echt festgestellt, so ja, puh. Ja, finde ich jetzt nicht so geil. Verskillt. Und dann stehst du da. Und dann kannst du ja auch gerade auf höheren Levels nichts mehr werden. Ich kann jeden verstehen, der irre viel Spaß an Path of Exile hatte. Ich hatte es auch lange, lange Zeit. Alter, hau ab. Wenn ihr überlegt, ich war ja noch zu Zeiten dabei, da gab es in der Form, wie es jetzt Path of Exile gibt, gab es ja gar nicht. Ich glaube, ich habe das erste Mal 2013 Path of Exile gespielt. Ich glaube, 2013 war es. Da war es so wie bei Grim Dawn, du musstest das Spiel irgendwie dreimal durchlaufen, um dann wirklich hochlevelig zu spielen. Auf drei Schwierigkeitsgraden. Da gab es die ganzen Akte noch nicht und so. Und ja, wie gesagt, das war halt. Aber irgendwann hat es mich einfach nur noch genervt. Und dann auch dieses ewige irgendwas, was ja einige geil finden, aber mir ging es irgendwann auf den Sack. Dann hast du mal eine League oder zwei Ligen nicht mitgespielt.
Dann war es aber auch schon raus. Ja. Hier ist auch richtig Party, stelle ich mal so fest. So, mach mal diese Scheißdinger hier weg. Weil da kommen andere die Skelette raus, das nervt. Aber ich fand es ja ein bisschen faszinierend. Sie haben jetzt da Path of Exile wohl laut eigener Aussage, Doomcloud sagte, nee, eigentlich nicht, ja, schwieriger gemacht. Und darüber haben sich dann auch alle beschwert. Sie würden nicht mehr genug Schaden machen. Ihre Builds würden nicht mehr funktionieren. Also ich würde tendenziell eher sagen, das ist ja was Gutes, weil man dann ja vielleicht dann auch mal wieder ein bisschen mehr investieren muss. Als wenn man immer, ne, sowas kann ich nicht gebrauchen. Als wenn man immer da mal in die Easy Peasy durchrennt. So, wo müssen wir denn hin? Ne, hier eigentlich nicht, aber mein Gott. Da ist ein Amulett, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Poison Resistance. Ja, das war so auch das, was Doomcloud sagte, weil ich ihn gefragt hatte. So, wo müssen wir jetzt hin? Er sagt hier lang, na gut. Ja, und sie haben ja wohl irgendwie die Flask abgeschwächt oder sowas. Ach, was weiß ich. Ich werde wahrscheinlich das nächste Mal, wenn Path of Exile 2 rauskommt, da reingucken. Und das dauert noch lange, lange Zeit. Auf jeden Fall ist da vorne ein Portal. Das ist schon mal eine gute Sache. Und da vorne müssen wir hin. Da ist auch nochmal Kohle. So. Ja, war doch zu erwarten. Es gibt ja immer so die... Und das ist ja was, was ich so... Wo ich so kein Verständnis für habe. So Speedruns. Ey, wenn ich zocken will, will ich entspannen. Ich finde das nicht sehr entspannt, da so durchzuhetzen wie so ein Verrückter. Aber gut, das ist halt jedem seins, ne? Also ich muss das auch nicht alles verstehen. Interessant finde ich es trotzdem, wenn man da Bock drauf hat. Aber wahrscheinlich ist das so dieses... Ich will der Erste, der Schnellste, der Beste sein, whatever. Anders kann ich mir das nicht so richtig erklären. Das holen wir uns mal eben hier. Da ist eine Türe, aber da sollen wir nicht raus. Das ist nicht unser Ziel. Ich hatte irgendwie nie den Anspruch, möglichst schnell durch ein Spiel zu kommen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Jetzt kann man ja auch aktuell Diablo 2 Resurrected, die Beta, open. Aber ich habe mir das angeguckt, ganz ehrlich, ich habe bei der Grafik ohne Scheiß, ja, ich bin eine kleine Grafikhure, da bin ich ja ehrlich,
Aber nee, das hat mich, wo ich das gesehen habe, ich gedacht so, nö. Da finde ich die Grafik von Grim Dawn oder von Last Epoch schöner, muss ich echt mal so sagen. Hat mich echt nicht angetörnt, so kein Stück irgendwie. Weil der liebe Magic Man schrieb mir dann irgendwie, dass das ja ab heute für alle spielbar ist und bis Level 30. Und er hat ja auch voll Bock drauf, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber für mich, ne. Da bin ich absolut raus. Was ist das? Eine Rüstung? Ja, die kann man mal mitnehmen. Ja, und die Aszendentenprüfung ist ja sowieso mein Endgegner, ne? Das ist ja für mich... Ja, sind wir schon wieder vollgepackt. Die Aszendentenprüfung ist für mich der absolute Endgegner. Ich kriege die so schlecht hin. Das ist unfucking fassbar. Jedes Mal wieder kämpfe ich mich wie so ein Blöder durch. Und das funktioniert bei mir leider Gottes meistens nicht wirklich gut. Aber wie das denn so ist, ist jetzt auch kein Weltuntergang. 37 Warnungen. Ja. Ich hatte auch schon Builds, da funktionierte das ganz gut. Aber meistens so, oh Gott. Und noch besser sind für mich die Fallen. Ah, da kann ich nichts mit anfangen, da sowieso nicht. 12% Increase Physical Damage. Nein, sowieso nicht. Ne, Melee Attack haben wir gar nicht. Chance to find, ne. Freeze Rate Multiplayer interessiert mich nicht. Increase Mana Regeneration vielleicht. 6% Increase Elemental Damage, 22 Dodge. Ach, weiß ich auch nicht. Ist jetzt auch nicht so toll. Poison on Hit, bla. Increase Minion Health interessiert uns gar nicht. Speed Criticals. Nee. Nee. Nein. Ist alles nicht so meins. Achso, hier können wir einen Zombie mehr machen. Das ist nice. Die nehmen wir natürlich. Ein Zombie mehr basteln ist gut. Adaptive Spell brauchen wir nicht. Increased Minion Damage. Ja, den können wir allerdings gebrauchen. Ja. Äh, 15% Increased Minion Damage. Und jetzt unser... Naja, 27. Nö. 11% Increased Rowing. Das interessiert mich nicht. Carspeed 30 Mana, Dexterity, Lightning Resistance. Naja, den kann man vielleicht mal nehmen, wenn ich hier nichts Besonderes drauf habe. Nee, dann nehmen wir den mal, wegen der Resistenzen. Ja, der Lord kann durchaus der Hass sein, speziell so beim dritten oder vierten Mal. Da kann man schon mal sagen, waha. Das kann manchmal echt nerven. Da gebe ich dir komplett recht. Ach, jetzt gehen wir hier mal direkt hin. Ach, hau ab hier. So, dann, was haben wir denn hier jetzt Schönes?
Da wollten wir auf jeden Fall 5 von 5 haben, oder war das nicht so? Ja, hier wollen wir 5 von 5.